Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ja, wir sind unterwegs. Ihr habt es natürlich schon längst gelesen. Wo geht's hin? Ja, es geht zum Up and Down Vanlife Treffen, Fantreffen. Fantreffen, glaube ich. Genau. Wir sind so richtig gespannt ins Hochsauerland nach Winterberg, da in der Nähe. Genau, sind sehr gespannt. Soll sehr schön sein. Genau, waren noch nie da. Temperaturen, eisig kalt, keine 20 Grad. Aber über 50 Wohnmobile, das wird schon warm werden. Das glaube ich auch. Und so richtig was zeigen wir wann? Nach dem Intro. Bis gleich. Angekommen. Jawohl, das war ein Ritt. Meine Güte. Also zum Schluss eher diese langsamen Audi-Fahrer. Oder ein Mercedes-Fahrer. Oh, meine Güte. Auf jeden Fall sind wir jetzt, können wir sagen, unter 700 Metern. Ja, waren zwischendurch ein bisschen höher, ne? Bisschen höher waren wir, aber es sind dann unter 700 geworden. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt sollen wir uns anmelden. Ja, und machen wenn wir dann bei Barwa und Frank sind, dann melden wir uns nochmal wieder. Genau. Mal sehen. Was heißt mal sehen? Naja, was hier so abgeht. Ne? Bergauf erstmal. Schauen wir mal. Das ist schon die erste Hürde. So leise. Ja, die Barbara hier. So, da sitzen die beiden. Hallilöle. Hallo, hallo. Das erste Treffen. Wie fühlt ihr euch? Oh Mann. Ja. Hallo. Angespannt. Auch. Ich war unaufgeregt. Auch, ja. Die Barbara war ein bisschen aufgeregt. Aber als ich bin schon ruhiger geworden jetzt. Und du? Ich auch, aber wir sind ja seit gestern schon hier und heute war ich den ganzen Tag hier am Platz unterwegs. Mhm. Und wir haben ja schon nachmittags, glaube ich, und noch nichts gegessen. Gestern Abend, wann haben wir gegessen? 11:30? Ja, 11:30 gestern Abend. Also. Aber Frank, du hast gerade einen Namen gesagt, kenne ich gar nicht. Mit wem bist du hier? Mit der Barbe. Ich wollte gerade sagen, das war gerade ein ganz anderer Name. Achso, habe ich Barbara gesagt? Ja. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist die Insider wissen natürlich die Barbe. Ja. Genau, auf jeden Fall, glaube ich, es ist jeder gespannt und freut sich auf die Leute sind bis jetzt alle mega, die hier sind und alle bis jetzt sind auch, glaube ich, alle zufrieden. Und Wetter spielt, zumindest heute ist nicht ganz so sicher, aber morgen soll es auf jeden Fall schön werden. Genau. Und und dann Barbecue abends. Ich hoffe, dass alles einmal frei funktioniert. Das wird es. Vorher die Wanderung, ne, die du machst. Die Wanderung, du nicht oder was? Das überlege ich mir immer noch. Doch, doch. Ja, dann würde ich sagen, also ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben sehr viele entspannte Gesichter hier gesehen und ganz viel Lächeln. Also ich glaube, da sind hier alle sind sehr zufrieden. Wird werden. Freuen sich auch tierisch, genau. Ja, wir schauen mal weiter rum, würde ich sagen. Ja, dann bis später, ne? Bis später. Bis später. Naja, ist etwas, wie soll ich sagen, überbelichtet oder so. Zumindest ist hinter uns die strahlende Sonne. So sieht es uns aus. Aber strahlende Sonne ist hier heute leider nicht. Ich kann gar nicht zumachen, da hängt die Kamera. Ja. Es ist arschkalt. Ja. Ich glaube, wie viel Grad haben wir? 15, sagt die Uhr. Ja. Wow. Ja, dann ein bisschen Wind noch dazu. Ja. Also wenn die Sonne da ist, ist absolut genial. Und wir müssen sagen, wir haben ja uns jetzt schon den Pössl von Brigitte und Ernst angeguckt. Richtig schnickes Auto. Geiles Auto, wirklich. Gefällt uns auch sehr. Ne? Und na klar, Barbara und Frank haben wir schon getroffen. Dann haben wir Uli und Freddy von One World Thousand Places. Genau, die beiden getroffen. Und. Ja, und alle, auch Nicole und, warte, ich kann mir die Namen leider noch nicht so ganz merken. Nicole und Jürgen, also Jürgen und Nicole. Auf jeden Fall auch, Follower dann, von uns. Wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen abdrehen. Jetzt überlege ich gerade. Ich habe doch gerade ihren Namen gesagt. Warum fällt mir der jetzt schon nicht an? Sabine? Nee. Nein. Ach, Gottchen. Ist es nicht traurig? Ja, ist es. Silvia. Genau. Silvia getroffen, auch super. Ganz liebe Grüße, falls du das denn auch hier dir anguckst. Also wir sind hier ganz schön vergessen. Also so viele liebe Leute hier, das ist total toll hier. Genau, wirklich. Alle konnte man natürlich noch gar nicht treffen. Es sind jetzt einige im Zelt, die unterhalten sich dort. Müssen wir gucken, ob wir nach oben gehen oder ob wir auch ins Zelt gehen. Weil im Zelt ist natürlich weitaus wärmer, weil ja auch da fast 50 oder mehr Leute sind. Genau, aber ihr seht die Wurst auf dem Tisch schon liegen und da habe ich gerade die Wurst abgedreht, nämlich die ist warm gemacht. Genau, wir machen jetzt ein bisschen, müssen wir was essen. Wir haben Hunger. Lange nicht mehr gemacht. Und dann entweder zeigen wir euch nochmal nachher was von hier oder morgen früh
soll es schönes Wetter geben, eine schöne Wanderung soll es hier gemacht werden und ein Barbecue. Die Kamera werden wir immer mal wieder laufen lassen und sonst gibt es Bilder. Und jetzt gibt es Mahlzeit. Guten Morgen aus, jetzt muss ich gucken, wie, oh Gott, wie ist der Ort? Eigentlich Winterberg, aber es ist dann hier Neuasten und jetzt wird es Zeit, Brötchen zu holen. Man hat Hunger. Guten Morgen. Und da bin ich mal gespannt, was das wird. Irgendwie hört man ab und zu eine Drohne. Mal gucken, ob wir das erkennen. Zumindest könnte auch. Nein, es ist eine Drohne. Ich erkenne es gerade. So, gut geschlafen. Gestern noch geregnet. Wir sind rechtzeitig entflüchtet, dass wir nicht nass geworden sind. Das ist schon mal gut. Guten Morgen. Und ja, wie gesagt, der Platz hier. Sehr schön. Wenn ihr den komplett sehen wollt, dann würde ich sagen, schaut das Video von Frank und Barbara an. Die haben da mal schon einen Rundgang so gemacht. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, und jetzt das Wichtigste. Brötchen, damit man wach wird. So, unser Lieblingswort neben genau. Und ja. Und ja. Und genau. Können wir sagen, der Trotz ist losgelaufen. Ja, die Traube bewegt sich. Also genau. Wir sind dann doch recht viele. Rege Teilnahme hier an der Wanderung. Ich glaube, alle die wirklich nicht konnten, sind nicht dabei. Der Rest ist wirklich am Laufen. Genau, ja. Aber es sind noch weniger Leute am Laufen, als wir wohnen. Das Weil kann sein. Es gibt ja Orte, ich sag mal nur Flom, wenn da so ein Kreuzfahrtschiff kommt, also eine ganze Traube an Touristen, da ist es ja viel voller. Das ist hier Gott sei Dank noch nicht. Ja, und jetzt heißt es, wir laufen jetzt Frank hinterher auf irgendwelchen Berg. Mal sehen, wo er uns langführt und mal sehen, welche schönen Bilder wir und Szenen wir zwischendurch einblenden können. Ja, ich wollte noch mal versuchen, vielleicht mit der Drohne zu fliegen. Es ist relativ windig, aber vielleicht klappt es. Mal gucken. Genau. Schauen wir mal. Und jetzt werden wir euch einfach mal ein paar Impressionen von diesem sehr komischen Lauf. Ich frage mich, warum ich eigentlich mitmache. Achso, weil du mich dazu gezwungen hast. Ja. Einfach mal machen. Du musst schon mitkommen, ja, als Aufpasser. Aber wir haben Brot, wir haben Schnittchen mit und wir haben Wasser mit. Wir haben uns also auf jeden Fall vorbereitet. Genau, weil wir wissen ja nicht, ob wir jemals wieder von diesem Berg runterkommen. Naja, das erwarte ich nicht. Ja. Runter geht immer, nur rauf ist schwieriger. Du motivierst mich so richtig. Ja, in diesem Sinne, ab geht's. Nach 36 Minuten sind sie alle fix und foxy, können nicht mehr weiterlaufen. Nein, hier war der Natur, wie war das, der Barfußpfad. Und genau, ich habe ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Das könnt ihr gleich sehen, würde ich sagen. Das kann passieren. Auf jeden Fall sind wir ja, so 712 Meter hoch. Genau. Also nicht so hoch. Und ja, denke mal, es ist ein angenehmes Laufen, kann man sagen. Und wir sind echt gespannt, wenn wir die anderen Videos von also Up and Down Vanlife sehen und auch One World, Thousand Places und Kastenwagenreisen. Die sind ja gerade nicht da. Achso, ja genau, stimmt, die sind da nicht bei. Aber sie sind Kastenwagenreisen und Jürgen und Nicole, die sind da. Ich bin echt gespannt, was sie so aufnehmen, weil sie ja andere Sachen haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall in allen Kanälen reinzuschauen, die über diesen Treffen berichten. Es macht auf jeden Fall mega viel Spaß und die Leute sind hier super toll. Also es ist eine tolle Truppe. Barbara und Frank haben hier echt ein tolles Treffen organisiert.
Auf jeden Fall. Und Klos auch verstopft. Ja, also gut. Es war eine tolle Sache. Highlight des Tages, genau. Nein, aber jeder Camper ist ja auch autark. So, genau. Wir werden jetzt wohl ein bisschen weitergehen. Also das hoffe ich nicht, dass das jetzt hier das Endziel war. Weil nee, das glaube ich nicht. Und ich glaube, hier werden Weihnachtsbäume gezüchtet. Oh Tannebaum, sie werden gleich ganz mal blau gehauen. Gleich mal blau gehauen. Ja, wie auch immer. Gut, also, die nächsten Impressionen, die warten auf euch. Ich denke, du gehst jetzt in die Luft. Ja. Ja, also. I get a little bit breathless. My thoughts are too big. Can I get some comfort, please? I guess I should have been honest. A break to my heart. It's weighing me down, baby. I'm like a river that's overflowed. The sooner you know it, the less do we hurt. Let me speak the truth. I know you don't wanna face it. You think it's too late, but I can see past the rain. Won't you lay it on me? Turn the page and burn it. Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighters, and throw our problems in the flame. Hallo und herzlich willkommen in Winterberg. Ja, wenn ja. Du das sagst, hoffe ich, dass ich dachte, wir sind in Neu-Astenberg. Ja, Neu-Astenberg. In der Nähe von Winterberg. Ja, ist ein Stadtteil. Oder? Okay. So, wie viele Kilometer sind wir gelaufen? Moment. Fünf? Die Uhr sagt 5,43. Micha, hat Frank ja recht gehabt. Boah, cool. Wie lange haben wir dafür gebraucht? 3 Stunden. Moment. 1 Stunde und 40 Minuten. Ach komm, wir haben aber auch viel gequatscht unterwegs. Genau. Wir waren nicht so zügig. Ich wollte gerade sagen, wir haben Pausen gemacht. Sind ja noch Leute durchs Wasser gelaufen. Ja, irgendwelche durch die Wiesen. Ja, wir haben eine Drohne geflogen. Ne? Ja. Das war eine richtig tolle Tour. Ja, nee, war richtig schön. Ja, tolle Überhaupt, Landschaft. Das Event hier ist richtig schön, toll, oder? Ja, genau. Finde ich auch toll. Ja. Wir haben mindestens 60 Leute verloren. Also für die, die nächstes Jahr zum Up-and-Down-Vanlife-Treffen kommen, könnt ihr gefährlich werden. Nein, richtig. Wenn Barbara und Frank das nochmal machen wollen. Ja. Na wieso? Hieß doch schon, wo ist die Liste? Wo kann ich mich eintragen für nächstes Jahr? Wird doch hier schon gefragt. Also. Aber die haben noch nicht zugestimmt. Nein, richtig toll. Schön, genau. Ist ja, richtig gut. Schön. Gucken wir mal, was der Abend und so weiter noch bringt. Auf jeden Fall mit Sicherheit viel Spaß. Denke ich auch, ja. Bis denn, tschüss! I couldn't sleep last night, my mind was somewhere else, and I tried not to wake you up from dreaming. How do I tell you that it's all because of us I'm awake, and because of what I'm feeling. And that love's a fooling game, I don't want you to be crying. I cannot tell you how it happened when things started to change, and I'm not sure of what I'm saying. Cause every time I'm rushing into something, I start to shake. There's always something I am missing.
So, die Brüllmücke ist auch im Gange. Was, die Brüllmücke? Nein. Da hinten, machen wir da die Kamera rein. Da gibt es jetzt die Verlosung von dem Up-and-Down Vanlife-Treffen. Auf der Seite. Genau, und wir sind zu faul, das alles zu filmen. Deshalb geht ihr auf andere Kanäle, die wir hier unten einblenden. Da könnt ihr das direkt sehen. Und wir haben hier das Los und da geht es jetzt los. Der Frank hat gerade gesagt, wir fangen jetzt an. Die haben sich nochmal vorgestellt, Frank und Barbara von Up and Down Vanlife. Oder gesagt, Barbe. Da wird sich tierisch gefreut über den Gewinn. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich glaube, irgendwas Größeres. Wir sind nämlich bei den letzten Paketen. Ja, es ist was Größeres. Ist schon hier eine coole Runde. Kleines Feuer da hinten in der Ecke noch. Und ich würde sagen, da unten ist nichts mehr los. Alle sind sie hier oben. Ja, die letzten Bilder der Verlosung habt ihr gerade gesehen. Jetzt ist vorbei. Ja. Jetzt kann es regnen und stürzt überhaupt nicht mehr. Genau, wir haben einen netten Klappschirm, nämlich von O2. Und ja, ich glaube, da drückt man aufs Knöpfchen und dann geht das Ding raus. So einen habe ich von Wirth nämlich schon mal und von daher sind die echt cool. Der Marcel probiert den jetzt echt aus. Oh, au, au, au. Erst aufmachen, naja. Ja, man weiß ja nicht, ob es anfängt zu regnen. Ne? Na, genau. Bei meinem Glück, der fällt doch hier weg. Flupp. Ja, ist doch ein geiler Schirm, würde ja, ich sagen. Funktioniert doch. Wenn du nochmal drückst, geht er wieder zusammen. Macht er das wirklich? Ja. Nochmal drücken? Okay, passiert dann doch nichts. Dann muss man halt den wieder zusammenziehen. Aber coole Sache auf jeden Fall. Ja, besten Dank an Barbara und Frank für die tolle Verlosung und natürlich an alle Sponsoren, die da mitgemacht haben. Bergische Wohnmobile, O-Tour und wie hießen sie noch alle? Oh ja, sorry, wenn wir welche vergessen haben. Wenn wir die Namen vergessen haben, guckt ihr bitte bei Up and Down Van Live, dann werdet ihr das nochmal hören. Genau, ihr müsst andersrum. Glaube ich. Na, wir gucken gleich. Wir gucken gleich, wie das Ding zusammengeht. Das ist Berger, genau. Das richtig. Ist doch alles dein Job. Die sind natürlich auch noch dabei. Ja, für uns würde ich sagen, klingt jetzt der Abend hier schön noch in Ruhe aus, mit netten Gesprächen. Na, was habe ich da wieder? Eine Gifterfliege, es fängt an zu regnen. Ach so, wieder Fussel, wollte ich gerade sagen. Ja, das ist auch. Nee. Genau. Und das war eigentlich alles gesagt. Soll ich jetzt auch noch was sagen? Nö, wir machen die Kamera aus genau. Und genießen noch den Abend. So, die beiden, die sind jetzt außer Atem, weil sie nämlich gerade noch gespült hat, beziehungsweise eher Freddy hat gespült, ne? Und, ich hatte heute frei. Genau. Ja. Und ein Leben wurde gerettet. Richtig. Und, genau. Und wir wollen jetzt Tschüss sagen, auch zu euch beiden. Es war super schön, es war total schön, euch mal länger zu sprechen und auch mal kennenzulernen, sozusagen intensiver ich kennenzulernen. Kann ich auch nur sagen, ja. Und freuen uns auf jeden Fall auf ein nächstes Treffen, ne? Ganz klar, oder? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ganz liebe Kerle, war unheimlich Spaß mit denen hier. Ganz lieben Dank. Hab viel Spaß gehabt. Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das haben sie alle hier gehabt. Es waren ja, so viele lachende Gesichter. Es war einfach ein schönes, schönes Treffen. Und ich glaube, den beiden, also Barbara und Frank, hat es auch sehr gefallen. Das hat man auch gemerkt, ja, auch wenn es ja, stressig war. Und aber wir merken es ja, Astenberg, also Winterberg, fängt an zu weinen, dass wir alle jetzt abhauen. Ne? Das genau. Ist so, das ist aber so. Auf der anderen Seite so. Haben wir ein super Wetter beschert gekriegt hier. Am Samstag. Also super zusammensitzen, ja. Es war alles toll. Also ja, es ist auch ein ganz perfekt. Tolles Barbecue und so weiter. Alles ja, schön gewesen, also von daher. Ja, prima. Wir sagen Tschüss zu euch und ja, sagen, ja, auch, sagen auch, kommt tschüss. Gut nach Hause. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Schön, dass ja, wir uns mal getroffen haben. Genau. Tschüss. Tschüss. Wir sagen dann in die Tschüss, in die Ferne. So, jetzt ist hier sozusagen Schluss. Und ja, wir sagen nochmal ganz, ganz, ganz lieben Dank an Frank und Barbara für die tolle Organisation. Also wirklich danke. Daumen rauf. Danke. Wir freuen euch auch uns auf eure Videos und auf die ganzen ja, anderen Videos, die jetzt hier so kommen. Danke. Und eine Sache haben wir noch zu tun, nämlich euer Aufkleber von diesem Treffen genau, muss die Barbara hier nochmal kleben. Und zwar auf unsere Hall of Fame sozusagen. Nee, Wall of Fame, so ja, heißt es. Hast du bitte den richtigen Namen? Bitte was? Den richtigen Namen.
Heißt immer noch Barbe. Barbe. Entschuldigung, ja, nein, Barbe. Leute, Wall oder Hall of Fame? Ja, was wollte er denn jetzt? Ja, genau. Ja, das machen wir jetzt noch und dann sagen wir zu euch noch gleich Tschüss sozusagen. Okay. Genau, also. Ich versuch's mal jetzt. Genau. Also, wie gesagt. Einfach drauf. Ich gebe mir die Folie. Wohin möchtest du gerne? Da einfach weiter. Ja. Genau. Warte mal, so? Genau. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ne? Drauf, fertig, perfekt. Alles gut. Super. Ja, ich glaube, es sind auch keine Bläschen. Nein, alles perfekt. Alles gut, ja. So, also, ne, wenn ich dann das Auto foliert haben möchte, dann wende ich mich an die Barbe. Die kann das nämlich, die macht das blasenfrei. So. Die leitet dich weiter an den Norbert. Ja, das ist egal. Wie Götter. Aber dafür schon, glaube ich, Mikrofon. Genau. Der kann das noch besser. Ja. Genau. Nein. Seid ihr fertig oder wie sagt ihr das immer? Ich bin fertig mit den Nerven für dieses Wochenende zumindest. Das glaube ich euch. Hat aber trotzdem viel Spaß gemacht. Ja. Schön, dass ihr beiden auch da wart. Genau. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Auf jeden Fall. Und wir freuen uns auf das nächste Treffen, würde ich sagen. Aber ich sag mal, spätestens Karawansalon, oder? Spätestens Karawansalon. Da sehen wir uns auf jeden Fall. Erste Wochenende sind wir überall da. Ja, genau. Ne? Genau. Und, nächstes Treffen seid ihr sowieso dabei wieder. Ja. Wenn wir, Moment. Ja, wenn ihr das machen möchtet, jetzt atmet ihr erstmal durch. Genau. Ja, auf jeden Fall. Genau. Okay. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt gleich noch und dann sind wir durch. So. Wir sagen schon mal Tschüss. Tschüss. Tschüss.